Dieses Video wird euch präsentiert von der Beispiele GmbH für sinnlose Kommentare. Nun, ich weiß nicht, wie ich am besten diese Episode am besten beginnen sollte, also Yume-Tuki-Theorien. Die Serie, wo sich Martin sehr viel Zeit lässt, weil er nicht weiß, wie lange er es durchhalten kann. Ja. Und wieder mal habe ich eine Theorie, die mir recht spontan gekommen ist. Und ich wollte einfach mal meine Gedanken loswerden und fragen, was ihr darüber denkt. Also verschwenden wir keine Zeit mehr und kommen wir gleich zur Erklärung. Gleich am Anfang des Spiels kannst du einen Ort vom Nexus aus erreichen, was als Urozukis Traumapartment bezeichnet wird. Es ist praktisch gesehen ein Haufen Räume, die miteinander verbunden sind und sich hier und dort ein paar einzigartige NPCs treffen lassen. Doch ein Raum, was besonders auffällig ist, ist der eine Raum, wo du verschiedene Kostüme anprobieren kannst. Zuerst denkt man sich nichts Spezielles dabei, aber bis man dann bemerkt, dass einer der Kostüme sehr nah an Sabitsukis Outfit drankommt. Dies ist dann der Punkt, wo du dann realisierst, dass dies hauptsächlich die Klamotten von anderen Yume-Niki-Fan-Charakteren sind. Ich sag hauptsächlich, weil dies doch andere Kostüme sind, die auf anderes anspielen. Okay, worauf willst du jetzt hinaus? Natürlich kann dies einfach nur eine simple Anspielung sein. Doch was wäre, wenn dieses Spiel eine Verbindung zu den anderen Fangames hat? Nun, was für eine Verbindung? Also, ich bin mir selber jetzt nicht so ganz sicher. Zurzeit habe ich zwei Ideen, worauf es hinauslaufen könnte. Dann lass mal hören. Das erste ist, dass sie eine Art Traumjägerin ist. Das Spiel zeigt sie oftmals als brutale Person. Die Klamotten tauchen in ihrem Traumapartment auf, so könnte es eine Art Trophäensammlung sein. Und wenn diese Traumperson getötet wurde, dann verschlingt sie auch ihre Träume, was als Erklärung dienen könnte, warum ihre Traumwelt so durcheinander ist. Jetzt, wo du es sagst, Sabitsuki wurde ja von einer Maid mit Kettensäge angegriffen. Das Maid-Outfit hat Urozuki. Und erst recht die Kettensäge. Die Frage ist halt, wo kommt die Maske her? Eine andere Idee, die ich habe, ist, dass sie so eine Art Führungsperson ist. Wie soll das funktionieren? Sagen wir es jetzt am besten mal so. Es gibt verschiedene Träume zu den spielbaren Charakteren in den Yume-Niki-Fangames. Und sie ist jemand, die entweder anführt, damit Ordnung herrscht, oder sie ist diejenige, die die Träume erschafft. In anderen Worten, sie ist jemand mit einer besonderen Aufgabe. In etwa wie bei der Manga-Serie Merry Nightmares. Hey, ich hab den Manga sogar gelesen. Wirklich? Wow, das kam jetzt ein bisschen unerwartet, wenn ich jetzt ehrlich bin. Jedenfalls, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Nun, das war sehr interessant. Das einzige Problem mit der ersten Theorie ist, dass eine zweite Urozuki hin und wieder in ihren Träumen auftaucht, was es etwas schwierig macht. Ja, dabei gibt es sicherlich noch andere Probleme, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Jedenfalls, das war's mal wieder für heute. Schaltet nächstes Mal auch wieder ein. So in 6 oder 4 Monaten. Ich weiß es nicht. Du. Ciao! Tschüss.